Willkommen zurück zu einem neuen Video. Wieder mit Neues aus der Werkstatt. Ja. Was haben wir heute für ein Thema? Heute haben wir das Thema unsere Lithium-Batterie, die wir vor, ich weiß gar nicht, 4 Wochen oder was eingebaut haben. Und mit der wir auch seitdem unterwegs sind. Und jetzt wird es mal so langsam Zeit, dass ich mich dazu mal äußere, ob es sich lohnt, diese 150 Euro für so eine Batterie, für die Harley 48, überhaupt auszugeben. Kurz mal vorab, ich hatte vorher auch schon eine Dello drin. Ja, eine Dello, Säurebatterie, wartungsfrei. Das ist die CTX 14LBS mit 12 Amperestunden. Wie gesagt, wartungsfrei, Kostenpunkt lag die, glaube ich, irgendwo bei 70, 80 Euro, so in dem Dreh. Muss dazu sagen, dass es aber mittlerweile, glaube ich, meine dritte Säurebatterie war. Und ja, meine Begeisterung hält sich ja total in Grenzen drüber. Also, Dello ist eigentlich eine ganz gute Firma, aber mit der Säurebatterie habe ich echt eine schlechte Erfahrung gemacht. Am Anfang war das so, da stand das Bike, weiß ich nicht, sagen wir mal 2 Wochen unbenutzt. War die Batterie tot. Hat man sich dann so ein bisschen daran gewöhnt, ja, alle 2 Wochen dann, weil man wusste, man will fahren, hat man die Batterie ausgebaut, vorher aufgeladen, war dann irgendwann nervig, habe ich mir ein Kabel angebaut gehabt, damit ich fremdstarten kann, direkt mit der Powerbank dort ran kann. Ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, aber was blieb mir erstmal anders übrig? Dann wurde es immer schlimmer. Stand eine Woche, sprang ich mir an. Von daher war das so weit, man ist einen Tag gefahren, auf viele, viele Kilometer jetzt. Man hat also vorher fremd gestartet, ist dann gefahren. Da habe ich mit einem Kollegen dann auch gefahren, das ist nicht, keine Ahnung, 150 Kilometer und mehr. Und ja, Batterie geladen, nächsten Tag, nee, Pustekuchen. Nächsten Tag sprang sie wieder nicht an. Und da habe ich mir gedacht, nee, also irgendwas stimmt nicht. Entweder ist die Batterie mal wieder nicht die beste, ja, oder ich habe vielleicht irgendwo Kriechstrom oder irgendwas anderes, haut nicht hin. Also habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt anfange, alles zu überprüfen, bin ich los und habe mir eine Dello Lithium-Batterie bestellt. Das Video dazu, wie ich die tausche, das seht ihr dann, könnt ihr gucken bei mir, das verlinke ich dann unten nochmal mit rein. Das ist eine Lithium-Batterie mit nur 4 Amperestunden, Kostenpunkt 150 Euro. Habe ich mir gedacht, okay, probierst es aus, mehr als schief gehen kann das Ganze ja nicht, dass man dann 150 Euro aus dem Fenster geschmissen hat, weil es dann vielleicht doch irgendwo anders dann lag. Ja, gesagt, getan, eingebaut, 4 Wochen getestet, Moped springt besser an denn je, also es dreht viel, viel schneller, es reicht auch im Kaltzustand, ich kann sie stehen lassen, stand jetzt auch eine Woche, springt sofort an auf Schlag. Also muss ich sagen, mein Fazit, die Lithium-Batterie, die nicht nur kleiner, leichter ist, ja, eigentlich viel weniger Ampere hat, aber dennoch mehr Kaltstartleistung hat, kann ich wirklich jedem empfehlen. Also ich würde jetzt nicht wieder auf eine Säure- oder Gel-Batterie oder irgendwas anderes umrüsten, das würde ich nie wieder machen, weil da meine Erfahrungen halt einfach sind, die halten nicht mehr das, was sie früher mal versprochen haben, sage ich jetzt mal, und deshalb würde ich generell jedem empfehlen, der sich eine neue Batterie anschaffen muss, aus welchen Gründen auch immer, dass derjenige sich dann eine schöne Lithium-Batterie holt. Wie gesagt, meine ist jetzt von Dello. Von Dello kann ich jetzt auch nur berichten. Andere habe ich nicht getestet. Und schon fängt das wieder an zu pissen draußen, wie so. Ja, also kein Motorradwetter. Kann sein, dass jetzt ein bisschen Plattergeräusche sind. Ich habe dann mein Garagentor ein bisschen weiter aufgemacht, damit das nicht so auf das Metall immer so drauf knallt. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Also wie gesagt, wer eine neue Batterie benötigt für sein Moped, dem würde ich echt empfehlen, die Dello-Batterie, ja. Dello-Lithium-Batterie, die wiegt bloß noch ein Achtel von dem, was die Säurebatterie wiegt, ist auch viel, viel kleiner und macht auch ein bisschen mehr Leistung, ja, ein bisschen mehr Leistung als eine Säurebatterie. Die 150 Euro lohnen sich wirklich. Ich kann die Batterie ja nochmal verlinken, von da, wo ich sie gekauft habe. Falls der eine oder andere da auch eine benötigt, sind auch verschiedene Abstandshalter noch dabei, weil wie gesagt, sie ist ja nun mal ein bisschen kleiner. Dementsprechend hat man ein bisschen mehr Platz in dem ganzen Batteriekasten und kann das dann mit den Abstandshaltern aber super ausgleichen, damit die Batterie halt nicht hin und her fliegt. Sie hat 4 Anschlusspunkte, das heißt also, dann kann sie
ich sag mal, je nachdem wie die Kabel sind, verschieden anschließen. 4 Anschlusspunkte hat die Batterie. Zweimal Plus und zweimal Minus, einmal von oben, einmal von der Seite. Dementsprechend kann man die Batterie wirklich fast allen Mopeds ohne Probleme einbauen. Und das Gute ist natürlich, sie hat auch noch eine Ladeanzeige, wie viel Leistung die Batterie noch hat. Bringt bei mir jetzt nicht wirklich viel, weil sie ist halt hinter dem Seitendeckel, den baue ich wirklich nicht jedes Mal ab, um zu gucken. Aber wie gesagt, Fazit bis jetzt, alles super. Ich bin jetzt knapp 1500 Kilometer jetzt mit der Batterie gefahren, also waren etliche Starts zwischen. Und kann da nur sagen, echt top, und diese Batterie empfehle ich. Ja, das war mal ein ganz kurzes Fazit zur Batterie. Und in diesem Sinne sage ich dann mal Batteriefazit beendet. Wir sehen uns. Ich bin dabei, noch ein weiteres Video zu drehen für euch und halte euch da ein bisschen auf dem Laufenden, was ich alles wieder für einen Blödsinn mache. Also würde ich sagen, ringeballert und bis zum nächsten Mal. Und Abo nicht vergessen, ne? Also ist wichtig, ne? Abo-Glocke hier links, rechts, oben, unten, überall. Alles drücken, was geht. Alles für den Tommy, ne? Schon mal nochmal vielen, vielen Dank an die vielen Follower. Mittlerweile über 650 jetzt in der kurzen Zeit, muss ich sagen. Genial, danke. Macht weiter so. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.